Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen beim Webinar Blockieren unsicherer Webseiten. Zu meiner Person, mein Name ist Alex Bachmann, ich bin Produktmanager für Security bei Studerus AG. Zum Webinar, ja, die meisten werden sich eingewählt haben über das Computer-Headset. Das Webinar wird aber auch aufgenommen, Sie können es also auch später wieder abrufen im Archiv. Oder werden auch am Schluss noch ein E-Mail bekommen, wo Sie allfällige Fragen auch zusammengefasst bekommen am Schluss. Zu der Agenda. Was ist überhaupt gefährlich am Webzugriff? Machen wir ja alltäglich. Was ist also dort überhaupt gefährlich? Funktionsweise vom Contentfilter, Registration und Konfiguration. Was wird dort auf der USG benötigt? Dann ja, wird man natürlich auch wissen, was passiert überhaupt, bringt das überhaupt etwas? Darum sind Log-Settings, Statistiken, Reporting wichtig. Und ja, klar ist Content-Filter ein Teil vom ganzen UTM-Schutzpaket. Darum dort noch ein paar Hinweise, was da alles noch sonst dazugehört oder wo ist der Bereich, wo der Content-Filter vor allem nützt. Im Vorfeld zu dem Webinar haben wir eine Umfrage gemacht bei unseren Partnern, warum das eigentlich viele KMUs gar keinen Contentfilter einsetzen. Also das sehen wir rein anhand von der Statistik, wie viele Geräte das verkauft werden, die einen Contentfilter unterstützen und wie viel das der Dienst wirklich einsetzt. Und rausgestochen haben die Antworten Wirkung und Mehrwert fraglich und Service zu teuer. Ist an sich nicht erstaunlich, gerade ja, wenn man Wirkung und Mehrwert als fraglich bezeichnet, dann ist klar, dass der Service dann schlussendlich auch zu teuer angeschaut wird. Sinn und Zweck von dem Webinar soll natürlich sein, um da ein bisschen Gegensteuer zu geben und aufzuzeigen, dass das eben sein Geld wert ist und auch Limitationen, was kann der Contentfilter überhaupt bewirken in Bezug auf Sicherheit. Bis vor etwa 5 Jahren sind vor allem E-Mail-Attachments, Viren, Würmer, die mitgeschickt worden sind, der hauptgefährliche Grund war, ja, im Internet. Das hat sich stark gewandelt, obwohl gerade aktuell ja, mit Kryptoviren das wieder ein bisschen zugenommen hat. Aber ansonsten ist ja, vor allem eben der Webzugriff die Gefahr eigentlich geworden, weil ja, das braucht man täglich. Es hat einen Haufen Webserver herum, die noch nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Es hat natürlich auch viele Schwächen bei der Software, die eingesetzt wird auf solchen Webserver. Und darum sieht man auch ja, WebSense, wo im 2012 Statistik herausgegeben hat, dass also 85% von aller Malware, die auf einer Webseite platziert sind, sind ganz normale Webseiten, wo also ja, beispielsweise auch Ihre Unternehmung allenfalls eine Website hat, könnte betroffen sein oder irgendwelche Newsseiten. Seiten, wo ein User im täglichen Gebrauch kann darüber einstolpern und ohne dass er dort drauf vielleicht etwas anklickt, im Hintergrund bereits etwas abgeladen wird, wo ja natürlich im Netzwerk nicht wirklich dienlich ist. Angriffe sind auch relativ kurzfristig, also die ändern sich dann auch, sind die weniger als 24 Stunden überhaupt aktiv oder platziert noch auf einer Webseite, werden nachher bemerkt und geschlossen. Darum ist Aktualität natürlich da ein grosses Thema. Siren hat in ihrem Report vom letzten Jahr herausgegeben, Siren ist ja der Dienstanbieter von Content Filter und Anti-Spam auf der Next Generation USG-Serie, dass vom 1. zum 2. Quartal 2015 eine Zunahme von 50% ja, vorhanden war, wo Malware-infizierte Webseiten entdeckt worden sind. Extreme riesige Anzahl von Webseiten, die da also ja, bekannt sind und geratet sind als gefährlich, weil dort Malware platziert ist. Also muss man ja irgendwie versuchen, solche Webseiten können zu verhindern oder den Zugriff auf solche Webseiten, damit man nicht dieser Gefahr ins Messer einläuft. Phishing ebenfalls stark am Zunehmen. Auch da extreme Zuwachsraten. Wer hat nicht von Ihnen, wie ich auch, ja, immer wieder mal ein Mail,
der iTunes-Account sei gehackt worden oder ein Mail von der Viseca, Kreditkarte sei gesperrt worden oder ein Mail, ja, Mailkonto, sage etwas, hätte man etwas müssen umstellen, man soll doch nochmal geschwind das bestätigen mit einem Link, damit man dort Usernamen und Passwort natürlich gerade hinterlegt und ja, den Fischer auch gerade übermittelt. Es ist wirklich relativ schwierig, also viele von diesen Mails sind derart gut gemacht, dass man wirklich könnte darauf einfallen. Und gerade ja, nicht nur ältere Leute ja, können da wirklich mal reintappen und so etwas fälschlicherweise bestätigen und seine Passwörter bekannt geben. Da ist auch vor ein, zwei Wochen immer wieder in den News zu lesen gewesen, dass sehr viele Mail-Accounts von Privaten und Geschäften gehackt worden sind. Jetzt ja, was macht das? Ist das gefährlich überhaupt? Ja, selbstverständlich ist es gefährlich. Wie viele Accounts oder so kann man nicht durch ein Mail-Account zurücksetzen lassen? Also wenn man nicht will, dass da die Passwörter plötzlich oder die Zugänge überall verfügbar sind, dann muss man natürlich schauen, dass man da einen Riegel schieben kann. Phishing ist natürlich nicht nur ein Thema auf einem Desktop-Rechner. Immer mehr mobile Geräte sind im Einsatz. Auf einem Desktop-Rechner oben hat man meistens Antivirenprogramm installiert. Auf Mobile Devices ist das noch nicht ganz so verbreitet. Also ist es natürlich sinnvoll, wenn man wirklich am Gateway vom Netzwerk da etwas dagegen unternehmen kann und dort versuchen, einen Riegel zu schieben. Da gerade schon aber vorweg, ein Gateway-Schutz oder eben Content-Filter oder andere UTM-Dienste auf dem Gateway können Schaden natürlich nicht absolut verhindern. Eine wichtige Komponente ist da, dass man wirklich auch mit aktuellen Betriebssystemen arbeitet, mit aktuellen Browsern, weil die sind ein grosser Teil ja, natürlich von der Gefahren, wenn die ja, laufend wieder gepatcht werden, weil Schwachstellen bekannt werden, ist es wichtig, dass man da aktuell ist. Noch ein grösserer Gefahrenherd sind natürlich all die Plugins. Und man kann sagen, ja, wenn die Plugins alle nicht funktionieren, ist Internet nicht mehr spannend. Das ist zum Teil wirklich so. Aber Java, Flash Player, QuickTime, Adobe, das sind natürlich wirklich so Plugins, die gefährlich sind, wenn die nicht aktuellst gehalten werden. Also da bitte wirklich auch ein Augenmerk drauf legen. Seren hat in einem Report bekannt gegeben, auf was für die Top 10 Webkategorien das Malware platziert worden ist. Wenn man diese Listen anschaut, ja, dann denke ich, haben praktisch ja, die meisten von diesen Kategorien in einem KMU-Netzwerk eigentlich nichts verloren. Also könnte man da schon mal mit einem Content-Filter, wo diese Kategorien gesperrt sind, schon mal sicher einen guten Dienst ausüben und Sicherheit erhöhen. Bei Phishing sieht es schon ein bisschen anders aus. Da sind Finance-Seiten, Search Engines, Portal, News-Seiten, Government, Ausbildung, Translators. Also da sind schon sehr viel mehr Seiten, wo eigentlich ja, man wirklich beim täglichen Gebrauch könnte drüber stolpern und so eine Seite aufmachen. Ist natürlich bewusst auch so gemacht. Man soll ja, da werden ja extra so Seiten ausgewählt, wo viele Kunden sich darauf bewegen. Und da langt der Kategoriedienst alleine so nicht. Also, wie bringt man es fertig, dass eben da wirklich ein Schutz hergebracht wird vor so kurzfristig ja, infizierten Webseiten? Content-Filter, vielleicht da vorne weg kurz, ist aus meiner Sicht fälschlicherweise immer noch so ein bisschen in der Kategorie Spassbremse für die Mitarbeiter. Ja, man will den Mitarbeiter ein bisschen verhindern, dass er da noch ein bisschen sich informiert, ein bisschen vielleicht noch einen neuen Job sucht, wenn möglich, während der Arbeitszeit, dass er irgendwie News-Sportseiten anschaut. Mag teilweise wirklich ja, noch ein Grund sein. Aber der viel wichtigere Aspekt ist aus meiner Sicht klar der Sicherheitsaspekt. Jetzt, wie funktioniert der wirklich? Ein User greift auf eine Webseite zu.
Der Gateway macht einen Abgleich mit der Siren-Datenbank, kommt eine Antwort über, dass die Seite unter einer oder mehreren Kategorien eingeteilt ist und je nach Übereinstimmung mit der definierten Policy, die hinterlegt ist, tut nachher die USG den Zugriff blockieren oder zulassen. Das Ganze ist cloud-based. Hat du das natürlich eine minime Verzögerung, weil er geht, abgefragt wird, was ist das für eine Kategorie. Ein riesiger Vorteil ist aber, dass natürlich eine möglichst grosse aktuelle Abdeckung stattfindet. Durch das, dass aber tausende Appliances und Systeme, die ebenfalls den Siren-Dienst nutzen, so Seiten aktuell ständig abklappern und eben auch darauf zugreifen und im Hintergrund Filter am Laufen sind, die automatisch erkennen, wenn gewisse bekannte Skripts hinterlegt sind oder sonstige Inhalte sind, wo ja, darauf reagiert wird, ist da wirklich das Ganze sehr aktuell und sehr viele Kategorien sind ja, zur Verfügung und sehr viele Seiten sind gerätet. Der Content-Filter, ja, Siren tut da die Webseiten erkennen und tut automatisch zugreifen und schadhafte Webseiten werden blockiert und gute Zugriffe, also unsichere Webseiten, dort bleibt der Zugriff nach wie vor natürlich erlaubt. Die Inspektion, die findet natürlich eben auf der USG statt. Beim Content-Filter ist natürlich die Abdeckung relevant. Es nützt nichts, wenn ein Content-Filter-Dienst aber tausende Seiten sperren, aber ja, die wichtigen, relevanten Seiten, die der Benutzer darauf zugreifen will, gesperrt sind oder eben nicht geratet sind. Sehr wichtig ist aber auch die Aktualität, weil eine Webseite kann heute Morgen sicher sein, um darauf zugreifen. Heute Nachmittag ist das unter Umständen nicht mehr der Fall. Vielleicht ist dann bereits irgendein Malware drauf platziert auf dieser Webseite und kann also nachher nicht mehr, ja, ist es auch gefährlich. Darum ist es wichtig natürlich, dass der globale Dienst aktuell gehalten wird, dass erkannt wird, wenn so etwas platziert wird und nachher die Seite allen Teilnehmern, die den Dienst nutzen, aktuell kann weitergegeben werden und so schützen. Ebenfalls wichtig ist natürlich Skalierbarkeit. Wir haben da schon Tests mit Anbietern in Hotspot-Umgebungen, wo Messungen gemacht haben und wo man gesehen hat, dass zwar eine minimale Verzögerung stattfindet, durch das, dass ja der Siren-Dienst sehr tief in die Webseite hinschaut, also nicht einfach nur auf Domain-Ebene, sondern wirklich die einzelnen verlinkten Seiten oder Inhalte auf der Webseite separat kategorisieren, gibt es eine Verzögerung, aber dass egal, ob nachher ein Benutzer 10, 100 oder mehrere hundert User im Internet sich bewegen, dass der Dienst keine größere Verzögerung nachher verursacht. Nebst dem Kategoriedienst können aber auch manuelle Einstellungen gemacht werden. Es können also Trusted oder Forbidden Websites eingetragen werden. Es können auch Wildcards verwendet werden. Also, dass man eine Länderendung durch einen Stern ersetzt. Also alles, was nachher mit dem Begriff vorne dran angewählt wird, wird nachher blockiert oder eben zugelassen. Je nach Definition. Keywörter können eingesetzt werden, wo in der URL vorkommen. Oder es können eben auch Einschränkungen gemacht werden von bestimmten Webfeatures. Eben gerade so aktuelle Sachen, Java, ActiveX, Cookies, Webproxy. Da gibt es ab und zu gibt's wirklich, dass so eine Gefahr bekannt wird, ein Schädling oder ja, eine Schwachstelle in so einer Applikation. Unter Umständen gibt es noch keine Patches dafür. Klar kann allenfalls via Content-Filter eine unsichere Webseite erkannt werden, aber je nach Netzwerk ist es vielleicht ratsam, dass man kurzfristig in den Einstellungen solche Webfeatures blockieren, um die Sicherheit wirklich möglichst hoch zu halten.
Ja, wie sieht es jetzt aus mit verschlüsseltem Datenverkehr? Ich habe später noch einen Report drin, wo man sieht, dass eben halt ein sehr grosser Anteil vom Web-Traffic heutzutage verschlüsselt ist, also HTTPS-Traffic. Und es ist so, dass in der momentanen Einstellung, wie die Content-Filter-Engine auf der USG implementiert ist, dass dort verschlüsselter Traffic nicht kann inspiziert werden kann. Die gehen gerade durch. Der Zugriff wird nicht kontrolliert und die UTM-Dienste greifen nicht. Nur wenn SSL-Inspection eingeschaltet wird, das ist ab der USG 110 darauf möglich oder Zywall 110, dort, wenn SSL-Inspection eingeschaltet ist, dann kann das Datenpaket näher untersucht werden. Man sieht das hier im Policy-Checkflow. Also die Pakete werden zuerst einmal auf Anomaly Detection Prevention angeschaut, Firewall wird noch inspiziert und nachher greift SSL Inspection den HTTPS-Traffic auf, tut dann entschlüsseln, lädt dann durch die Engines Antivirus, IDP, App Patrol, Content Filter und Anti-Spam durch und tut es nachher wieder verschlüsseln und schickt es wieder ins Internet weiter. Da werden wir aber in Kürze mit der Next-Gen-USG mit dem Content-Filter auch noch neue Möglichkeiten haben, da gleich eine gewisse Light-Version von Content-Filter einzusetzen. Also all die, die mit der Next-Generation-USG arbeiten, haben da gleich weitere Möglichkeiten. Wie sieht jetzt das konkret auf dem Gerät aus, auf der Registrationsseite? Vor anderthalb Monaten haben wir ein Webinar durchgeführt, das sich dem Thema MySQL widmet. Darum hier nur ganz kurz. Auf der USG, auf der Registration, im Registrationsbereich, gibt es den Link, wo man kann auf das Portal zugreifen kann, entweder einen neuen Account eröffnen oder auf dem bestehenden sich einwählen. Dann schauen, dass der Dienst, je nachdem, wenn man eine Lizenz eingibt, dass der mit dem richtigen Gerät verbunden ist und dass der auch aktiviert ist. Dass man also sieht, er ist am Laufen und ist gültig. Wenn man den frisch aktiviert hat auf dem Portal, dann muss man natürlich schauen, dass auf der USG das Gerät auch ja, dessen bewusst ist, dass der Service aktiviert ist. Darum dort License Refresh oder wenn das GUI auf Deutsch eingestellt ist, Dienstlizenz aktualisieren, um damit das Gerät da manuell, gerade aktuell geschwind, einen Refresh macht, sich gerade abgleichen, um die Lizenzdaten aktuell zur Verfügung zu haben. Im Hintergrund läuft das einmal täglich, wo die USG eine kurze Verbindung aufnimmt, um zu prüfen, was sind da für Dienste aktiviert worden, damit das wirklich auf dem letzten Stand ist. Wer ein neues Gerät hat von der Next Generation Generation, hat mit der aktuellen Firmware bereits vier vordefinierte Content-Filter-Profile. Also da muss man nicht ein absolut neues Profil erstellen, kann man selbstverständlich machen. Aber man kann da bereits eins von diesen vordefinierten Profilen nehmen und entsprechend noch den Bedürfnis anpassen. Ein wichtiger Part ist vor allem die Aktivitäten, also die Aktion, die bei den ersten Kategorien stattfinden soll. Der erste Part ist unsichere Webseiten. Also all die 8 Kategorien, die Siren als unsicher taxiert, ist unsere Empfehlung, dass man die auf Block stellt. Verwaltete Webseiten, also die Kategorien, die man gesperrt haben will, selbstverständlich auch auf Blockieren. Unbewertete Webseiten, also Webseiten, die noch nicht kategorisiert sind, das ist natürlich überlassen, ob man da will, allenfalls eine Warnung durchgeben oder ob man die einfach gerade will, durchlassen will. Das kann je nachdem gewählt werden. Auch die Aktion, was ist, wenn der Kategorieserver nicht verfügbar ist, ist zwar an sich fast unmöglich, da die Lookup-Server von Siren weltweit verteilt sind. Sollte das eigentlich nie passieren, aber wie man so kennt in der IT, unmöglich ist nichts.
Darum wichtig, dass man weiss, wie hat man das eingestellt, wenn man da auf Block eingestellt hat, wenn der Kategorieserver nicht rum ist und plötzlich kein Internet-Traffic mehr möglich ist. Ja, muss man da allenfalls nochmal schauen, ist das der Grund, warum das alles gesperrt ist. Kategorien sind ja sehr viel verfügbar. Es sind 8, die im obersten Bereich sind, die seien als unsicher taxiert. Also da wirklich empfohlen, dass all die Kategorien blockiert sind. Klar kann es da oder dort allenfalls einmal eine Ausnahme geben, gerade bei parkten Domains, also Domains, die nicht aktiv genutzt werden, die zwar quasi gebraucht sind, also registriert sind, aber nicht aktiv genutzt werden. Da gibt es ab und zu mal einen Inhalt, der so auf so einer Seite platziert ist. Zu den Webkategorien. Da ist ja selbstverständlich jedem selber überlassen, wie restriktiv dass man das handhaben will. Die Regel ist, es gibt diverse Kategorien, die eigentlich in jedem Netzwerk keinen Sinn machen, wenn man die offen lässt. Aber zu restriktiv einstellen bringt sicher mehr Ärger für den IT-Administrator von Benutzern, die eine Seite wieder geöffnet haben wollen. Also das, denke ich, macht nicht Sinn. Ist auch in den meisten Unternehmungen nicht wirklich so ein Thema, weil man dort auf die Eigenverantwortung legt vom Mitarbeiter. Ist auch wichtig, dass dort IT-Richtlinien erstellt sind, die klar regeln, was dürfen wir, was soll man oder was ist eben nicht erlaubt. Da einfach noch ganz kurz eigentlich mehr denkt, dass Sie im Nachhinein, vielleicht im Replay von dem Webinar, könnt nachschauen können, die Unsafe-Kategorien. Nicht immer ist vielleicht allein vom Begriff her klar, was gemeint ist, was auf so einer Seite überhaupt soll sein. Darum einfach da als Information für Sie, dass Sie kurz das Ganze nachschauen können. Für Kategorien selber, auch dort ist es manchmal nicht ganz so klar, was fällt überhaupt unter so eine Kategorie. Dort ist Online-Help vom WebGUI dienlich, weil dort auch eine Beschreibung von den einzelnen Kategorien verfügbar ist. Nebst den Kategorien, wie gesagt, der Bereich, wo man kann manuelle Einstellungen machen kann. Das muss man zuerst einmal enablen, also Enable Custom Service, damit man da Einstellungen vornehmen kann. Kann man Einträge machen, Trusted und Forbidden Websites und eben so ActiveX Java sperren, wenn das nötig ist. Auch da vermutlich vor allem dann ein Thema, wenn aktuell Gefahr bekannt ist, dass man da vielleicht einmal die Sicherheitsrichtlinie ein bisschen strikter durchführt und da den Schutz vergrößert auf der USG oben. Es gibt auch Black-White-Lists, dort muss man dann aufpassen. Es gibt globale Einstellungen, die für alle Profile gelten. Und es gibt Einstellungen, die auf ein Einzel-Content-Filter-Profil gemacht ist. Selbstverständlich können verschiedene Profile für verschiedene Benutzer oder verschiedene Netzwerkbereiche gemacht werden, wo nachher einzeln den Firewall-Profil regeln können zugewiesen werden. Auch da können bei der Black-White-List Wildcards eingesetzt werden, also ein Stern, dass man da für bestimmte Dateiendungen oder Länder kann einen Schutz bieten. Auch da werden wir in Kürze weitere Möglichkeiten bringen mit einer neuen Firmware-Version. Wenn das Profil einmal erstellt ist, das UTM-Profil, dann langt das natürlich noch nicht. Da greift noch nichts. Es muss zuerst einer Firewall-Regel zugeteilt sein. Also da typischerweise sicher mal mindestens LAN 1 Outgoing, also das ganze LAN-Segment geschützt wird durch den URL-Filter. In diesem Beispiel jetzt gerade gleichzeitig auch Application Patrol, Content Filter, IDP und Antivirus, wo man jeweils ein Profil hinterlegt hat, wo man vorher definiert hat. Und Einstellungen auch, ja, wie das Log soll gemacht werden, ob das in dem Profil soll gerade definiert sein. Damit man weiss, ob das Ganze funktioniert, soll man das Ganze natürlich austesten. Wenn man da zurück im Profil ist, wo man erstellt hat, kann man da Webseiten eingeben, Test Against Content Filter Category Server und kann schauen, ja, gibt es da eine korrekte Antwort, in was für einer Kategorie so eine Webseite ist.
Zu beachten gilt es, dass da, wenn Sessions bereits offen gewesen sind, allenfalls die Session ja noch nicht erfasst ist vom Content-Filter, von dem ganzen Test, der eingeschaltet worden ist, oder der neue Regel, die aktiviert worden ist, da allenfalls den Browser kurz schliessen oder einen Refresh durchführen, damit das wieder greift. Selbstverständlich können auch, wenn das Bedürfnis besteht, Schedules hinterlegt werden. Also wenn beispielsweise so ein Content-Filter soll greifen, wenn man das zu Business-Zeiten vielleicht anders handhaben will als zu Randzeiten, dann kann so ein Schedule erstellt werden und auch dieser Firewall-Regel hinterlegt werden. Also dieser Policy muss die Schedule natürlich auch angegeben werden, was dort soll greifen. Jetzt, ja, die Wirkung vom Content-Filter zu wenig klar oder nützt zu wenig. Da ist natürlich wichtig, dass eben die Log-Settings richtig eingeschaltet werden. Wichtig da im Monitoring-Bereich, dass man da unter Content-Filter Collect Statistik anwählt, damit wirklich die Statistik auf dem Gerät oben aufgezeichnet wird. Das braucht zwar minimste Kapazität von der CPU-Speicherseite her, aber ist absolut unbedenklich in den wie wahrscheinlich mehr als 99% von allen Netzwerken, wo das eingesetzt wird. Es soll ja aufzeigen, was wird da wirklich gesperrt oder wie viel wird überhaupt getestet, also wie viel wird inspiziert, läuft der Content-Filter überhaupt? Also wenn man da auf eine Webseite Zugriff und die Statistik bleibt stehen, dann ist vermutlich irgendetwas nicht richtig. Man sieht da, es sind von ja, sehr vielen Seiten, es sind 98, sind blockiert worden. Unten sieht man auch, ja, das ist vom Kategorieservice blockiert worden. Also es sind Kategorien, wo man sperren will, wo das gegriffen hat. Es sind also da jetzt keine quasi verbotene Webseiten oder Keywords gewesen, wo die Seiten blockiert haben, sondern es war Kategorie gewesen. In Rot Seiten, die gesperrt worden sind, weil sie als unsicher taxiert sind. 6 Zugriffe gesperrt von ja, über 150'000, kann man sagen, das ist wenig. Unter Umständen ist aber eine davon genau die gewesen, die ein Netzwerk hätte können infizieren. Also da sicher schon mal ja, eine Aufzeichnung, dass, man, ja, dass da doch etwas blockiert worden ist, das hätte können Schaden anrichten können. Log-Einstellungen dort, ja, die meisten kennen das, kann eingestellt werden, einerseits Systemprotokoll-Ebene, also das, was man auf der USG im Login kann anschauen kann, was dort genau soll aufgezeichnet werden. Aber kann sich auch, gerade wenn man so einen Dienst das erste Mal einschaltet, beispielsweise auch ein E-Mail schicken lassen, wenn Seite blockiert worden ist, um mal zu sehen, ja, greift es wirklich, funktioniert das Ganze. Ist der Mechanismus richtig am Laufen, kann das da eingestellt werden. Auch ein interessanter Punkt ist, einen täglichen Report sich einmal zustellen lassen. Also, dass man da einträgt, wohin wird das Mail geschickt. Da muss man je nach Provider nachschauen, muss nach Authentifizierung Details eingestellt werden oder nicht. Am besten kann man das testen, wenn man das nachher gerade sagt, Bericht jetzt senden, damit man sieht, ja, kommt der Report wirklich an. Es können ganz unterschiedliche Sachen in dem Report enthalten sein. Es sind auch Systemressourcen, die da angegeben werden können. Interessant sind aber natürlich die UTM-Dienste, wenn man die eingeschaltet hat. Was ist allenfalls blockiert worden durch die USG? Ein Teil davon sieht man ja auf dem Dashboard von der USG. Aber interessant ist natürlich eben auch in einem Report, der per Mail verschickt wird. Ein wichtiger Punkt ist da der rot eingekreiste Bereich. Was macht man, wenn der Report quasi zugestellt worden ist? Wenn das angehökelt ist, dann tut man natürlich nach dem Versenden von dem Report wird Statistik auf Null zurückgesetzt. Wenn man nachher am anderen Morgen geht und schaut und ja, alles ist auf Null und das Gefühl hat, ja, der Dienst, der ist ja unnötig, der bringt gar nichts, der kostet nur, ja,
dann ist die Einstellung der Grund dafür, dass es eben zurückgesetzt ist. Also da nur zurücksetzen, wenn man sich bewusst ist, was mit dem Ganzen passiert in der Zwischenzeit. Wie sieht so ein Report aus, wer das noch nie gesehen hat? Man kann das entweder per Mail oder HTTP-Format anschauen. Zuerst einfach so generelle Informationen. Ja, was ist es für ein Modell? Was hat sie für eine Firmware geladen? Auch ein wichtiger Punkt vielleicht. Man sieht, ja, das System ist jetzt da gerade seit über 10 Tagen Uptime, also ohne Reboot seit dieser Zeit, um ein bisschen eine Überwachung zu haben, ja, wie lange ist da in allen Fällen irgendetwas gegangen mit dem Gerät. Einstellungen, ja, Inhalt ist, gerade wenn man IDP setzt, natürlich auch interessant, wenn man sieht, ja, was ist da erkannt worden, blockiert worden, was für Source-IP sind da allenfalls der Grund gewesen, woher die Signatur angeschlagen hat. Aber interessant kann es auch sein, was ist das Zielsystem, also was für eine IP-Adresse, ja, ist quasi der Angriff oder eben das Ziel gewesen von dieser Signatur, die da blockiert hat. Im Content-Filter-Bereich natürlich interessant zu sehen, eben, wie viele Seiten hat der Kategorieservice blockiert oder eben wie viele unsafe Webpages sind erkannt worden. Da jetzt nochmal ja, zu dem Punkt, den ich am Anfang mal erwähnt habe, was ist mit dem HTTPS-Traffic? Da als Beispiel aus so einem Daily Report raus, einiges mehr als 50% von allem Traffic sind HTTPS-Verbindungen. Also da könnte Content Filter, IDP, Antivirus mehr als die Hälfte von dem Traffic gar nicht anschauen und könnte da keinen Schutz bieten. Also da in so einem Fall ist natürlich wirklich SSL Inspection ein wichtiges Thema. Nicht in allen Umgebungen lässt sich das einrichten. Gerade wenn in Hotspot-Umgebungen, wo sehr viele mobile Devices von Nicht-Mitarbeitern mit dabei sind, kann man die notwendigen Zertifikate natürlich nicht deployen, um dort diese Verbindung als sicher anzuzeigen. Darum, ja, je nach Netzwerk muss dort ein bisschen darauf geschaut werden, wo macht Sinn. Aber Tatsache ist, dass der Schutz natürlich für diese Seiten nur gilt, wenn SSL Inspection wirklich auch eingeschaltet ist. Die Angabe, was für Top-Webseiten darauf zugegriffen worden ist durch das, dass Siren eben sehr tief in die Webseiten hinschaut und nicht einfach nur auf Domain, manchmal ein bisschen schwierig zu lesen. Also da sieht man schon, Top-Scorer sind Instagram, also das ist eher ein privater ein privates Netzwerk, wo wahrscheinlich das gebraucht worden ist. Man sieht, dass Satu News-Seiten 20 Minuten zugegriffen worden ist. Aber doch gibt es allenfalls schon ein gewisses Indiz, wohin läuft es oder was für die Seiten schlönten allenfalls so völlig aus der Reihe, haben viel mehr Zugriff als andere, um einem IT-Administrator gewisse Informationen zu liefern, was da zugegriffen wird. Detaillierter kann man Informationen machen, wenn man auf der Konfigurationsseite Enable Content Filter Report einschaltet. Das ist ein externer Dienst, der Zeixel anbietet, der gekoppelt ist an die ganze Siren-Lookup-Geschichte, dass dort ein Report erstellt wird. Das sieht dann so aus, dass man dort effektiv darauf zugreifen kann. Der Zugriff erfolgt via den myseixel.com-Account, wo man kann auf bei den Geräten, die im Account drin sind, auf Link klicken, wo dann direkt auf die Reports zugreifen können. Man kann dort angeben, wo beispielsweise anschauen, Seiten, die blockiert worden sind während der letzten 30 Tage und hat dann einen Pie-Chart und aber auch aufgelistet Kategorien, die darauf zugegriffen worden ist. Man müsste dazu sagen, dass der Dienst, dass die ganze Report-Umgebung natürlich extrem gewachsen ist. Also es sind viel mehr Geräte, die registriert werden, viel mehr Seiten, die da täglich reportet werden. Zurzeit kommt der Server teilweise ein bisschen an ein Limit. Auch
teilweise ein Teil, der noch programmiert ist mit Java, um das Pie-Chart darzustellen, sind nicht immer ganz so einfach, dass das wirklich funktioniert. Da allenfalls mit einem anderen Browser noch testen, damit man die Darstellung wirklich hat. Die Kategorieauflistung, die wird man aber auch sehen, sonst. Braucht einfach leider auch im Moment noch ein bisschen Geduld. Zexel ist aber da dran und wird die Serverinfrastruktur ablösen. Interessant ist dort natürlich wirklich zu sehen, was für Seiten ist da zugegriffen worden. Also wir haben da eine rechte Anzahl von Seiten, wo Phishing und andere Gefahren drauf sind. Wir haben eine kleinere Anzahl, wo Malware oder Botnets betroffen sind. Also da sieht man, dass eben der Dienst wirklich etwas nützt. Das sind Seiten, die unter Umständen ein Netzwerk, eine Gefahr für ein Netzwerk bedeutet hätten. Diese Informationen helfen sicher auch, um einem Endkunden ein bisschen aufzuzeigen, dass der Content-Filter-Dienst auch wirklich etwas hergibt. Wie schon erwähnt, Content-Filter ist ein Teil von dem ganzen Schutzpaket. Einsatzgründe, aus meiner Sicht klar am wichtigsten, ist der Aspekt Sicherheit. Also Blockieren von Verbindungen zu Seiten, wo bekannterweise Phishing oder schädliche Programmteile enthalten, Skript enthalten, wo man mit allen möglichen Mitteln muss versuchen, den Zugriff zu verhindern. Weil eben diese Seiten teilweise ganz normale Webseiten sind und ein User nicht kann erkennen, wenn da eine Gefahr dahinter ist. Dass man bei einer Seite, wo man illegale Software sucht, ein Schädling kann hinterlegt sind, das sind sich viel bewusst. Dass eben aber auch eine Gefahr besteht, wenn man auf eine ganz normale Webseite zugrifft, das ist mit einem User in der Regel nicht möglich, so etwas abzuschätzen. Ethische Richtlinien können natürlich auch sein, da kommt es je nach Unternehmung drauf an, oder sei das eine Schule, sei das ein Betrieb, wo Lernende ausbildet, wo teilweise auch gewisse Vorgaben haben, auf was für Webseiten, dass man da sicher nicht sollte können zugreifen. Produktivität ist, je nach Umgebung kann das ein Grund sein, ist aber aus meiner Sicht klar nicht an oberster Stelle. Kann aber, je nachdem, man hat das auch schon können lesen, dass sich selbst so Stadtverwaltungen entschieden haben, während einer EM oder einer Olympiade, dass man allenfalls gewisse Inhalte blockieren, um doch die Leute dran zu halten an der Arbeit oder allenfalls auch gewisse Performance Einbußen durch Livestreaming können zu minimieren. Dort greifen allerdings andere Mittel besser, also Application Patrol ist sicher dort der bessere Ansatz, um dort können, solche Massnahmen durchzusetzen. Content Filter ist ein Teil, Antivirus, Anti-Spam, IDP gehören da natürlich auch dazu, um einen möglichst hohen Schutz für das Netzwerk können zu bieten. Die Firewall ist Grundinstanz, die Verbindungen kann kontrollieren kann. In das Paket ein, kann sie nicht schauen, was dort herkommt. Es ist wirklich wichtig, dass man schon am Gateway versucht, möglichst viele Gefahren abzuweisen. Antivirendienst dort versuchen, ein File unschädlich zu machen, das durch den Gateway durchläuft. Dort gibt es aber natürlich auch schon so Viren, gerade aktuell, so Kryptologer, die teilweise sich erst auf dem System zusammensetzen, also als Einzels nicht erkannt werden. Darum wichtig, dass man den Dienst hat, um mögliche Gefahren können abwehren, aber ein allumfassender ist es natürlich nicht. Mit Anti-Spam kann man den Bereich Mail als Gefahr versuchen, möglichst gut zu schützen, um dort schädliche Mails zu verhindern. IDP, der Angreifer, also wenn etwas bereits aktiv ist, sei es von außen nach innen oder von innen nach außen, kann abwehren. Oder eben der Content-Filter, der den Zugriff auf eine Webseite verhindert. Vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz aufgrund von der Aktualität: Distributed Denial-of-Service-Attacken, wie wir es gesehen haben, auf E-Tailer oder SBB. Am Wochenende, also vor anderthalb Wochen.
Content-Filter oder generell eine Firewall kann dort relativ wenig unternehmen. Wir haben, klar, wir haben einen Denial-of-Service-Schutz, der drauf ist. Also ein Server kann je nachdem geschützt werden, damit der nicht zu Boden geht, wenn Angreifer in einer grossen Anzahl daherkommen. Aber es ist nicht unbekannt, dass so wirklich grosse Distributed Denial-of-Service-Attacken schnell einmal mehrere hundert Gigabit pro Sekunde können an Datenvolumen generieren. Und dass da die Leitung definitiv zu ist, da kann selbst einem Provider seine Leitung allenfalls zugehen, da kann die Firewall nicht mehr wirklich schützen. Also die Webseite, die hinter der Firewall ist, die ist definitiv nicht mehr verfügbar. Eben, wie gesagt, unter Umständen kann sie geschützt werden, der Server, dass der nicht noch zu Boden geht, aber die Leitung, die wird vermutlich blockiert sein. Aber der Rundumschutz mit Antivirus, Anti-Spam, IDP, Content-Filter kann unter Umständen verhindern, dass das Netzwerk, das hinten dran ist, Teil von einem Botnetz wird, wo dann allenfalls in so eine Distributed Denial-of-Service-Attacke involviert ist. Zeixel arbeitet mit unabhängigen Experten zusammen. Also sie versuchen da wirklich mit den besten UTM-Spezialisten zusammen zu arbeiten. Antivirus wird durch Kaspersky angeboten. Anti-Spam-Content-Filter durch Siren, IDP, Application Management durch Trend Micro. Ein wichtiger Appell, denke ich an Sie, jedes von diesen USGs oder Zywall-Modellen hat die Möglichkeit, ein Trial durchzuführen, also dass man 30 Tage kostenlos die Dienste kann aktivieren. Tun Sie das wirklich ausnutzen. Auch wenn man sich entscheidet oder ein Kunde sagt, ja, ich wollte keine Kategorien blockiert haben, ich denke, es wäre sicher ratsam, zumindest einmal die Unsafe-Kategorien zu blockieren, Reporting zu aktivieren und nachher einmal zu schauen, wie sieht jetzt das aus, was für die Seiten sind da blockiert worden, würde es nicht unter Umständen doch Sinn machen, dass man den Dienst einsetzen würde. Wie angekündigt ist ja natürlich da die Möglichkeit, dass Sie noch Fragen weiter im Chat Ihnen stellen. Wir würden im Anschluss dann im Laufe des Tages Ihnen per E-Mail allfällige Fragen versuchen zu beantworten. Auch noch natürlich ein Hinweis auf kommende Webinar. Da findet am 7. April ein Webinar statt, wo wir hinweisen, was für die technische Dienstleistungen wir unseren Fachhändlern anbieten. Weil Projekte werden doch immer komplexer. In der Schweiz ist es aber häufiger so, dass solche Projekte man daran hinkommt, wenn man Leute kennt, also über das persönliche Beziehungsnetz. Vielleicht ist aber so ein Projekt nicht gerade die Kernkompetenz von seinem eigenen Wissen. Und darum stehen wir dort gerne zur Verfügung, um sie dort zu unterstützen. Am 21. April wird dann ein Webinar durchgeführt über Managed Business WLAN APs, wie die wirklich optimal eingesetzt werden. Auch das ist sicher ein interessanter Punkt, wo Sie sich anmelden können. Ansonsten, wie gesagt, die Webinare werden aufgezeichnet, können Sie gerne in unserem Archiv später nachlesen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der Chat bleibt noch weitere 5 Minuten geöffnet. Fragen sind willkommen natürlich, auch allenfalls Input, wenn irgendein Thema Sie brennend interessiert und Sie allfällig auch einmal ein Commons-Webinar haben über so ein Thema, ungeniert uns melden. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.